Hallo und herzlich willkommen auf videorelder.de. Wir sind hier nun im zweiten Video zu Lösungsmöglichkeiten für das Problem, das wir beim Arbeitslosengeld 2 haben, nämlich dass die Differenz zwischen Nettoeinkommen und dem Arbeitslosengeld so gering ist, dass es für viele Leute nicht lohnt, eine Arbeit aufzunehmen. Ja, wir haben es hier wieder grafisch dargestellt, der Lohn und das Arbeitslosengeld. Nun, wir haben das letzte Mal gesehen, man könnte hier das Lohnniveau erhöhen, um diese Differenz zu erhöhen. Allerdings könnte man auf der anderen Seite auch einfach sagen, die Differenz wird auch erhöht, wenn man das Arbeitslosengeld 2 senken. Das ist eine logische Möglichkeit. Nun, die Leute, die das Arbeitslosengeld 2 sich ausgedacht haben, mit ihren 364 Euro für Alleinstehende, haben sich natürlich was dabei gedacht. Und zwar, wie viel man als Person für die einzelnen Bereiche des Lebens ausgibt. Schaut es euch mal an. Wir haben hier zum Beispiel Essen, Getränke, Tabakwaren, Kleidung, Schuhe, Wohnkosten ohne Miete, Möbel, Haushaltsgeräte, Gesundheitspflege und Kosmetik, Verkehr, Telekommunikation, also zum Beispiel Internet, Post und Telefon, Freizeitunterhaltung, Kultur, Beherbergung, Gaststätten und sonstiges. Nun, überlegt euch mal, wie viel Geld ihr braucht als Einzelperson jeweils für diese Bereiche. Ja? Überlegt euch, wie viel gibt ihr im Monat für Essen aus, wie viel gibt ihr für Kleidung aus. Ja, könnt ihr mal kurz auf Pause drücken und es euch überlegen. Und wenn ihr dann soweit seid, wieder Wiedergabe drücken und dann können wir hier mal die Lösung anschauen, was sie sich ausgedacht haben dafür. Okay. Tatsächlich ist es so, das Amt hat sich überlegt, für Essen, Getränke, Tabakwaren 134,68 € im Monat. Nun, wenn man es auf den Tag herunterrechnet, sind da etwa 4,50 €. Da ist halt die Frage, auch selbst wenn Nichtraucher nur Essen und Getränke, 4,50 € am Tag. Ja, also könnte es halt auch sagen, ja, wenn man einen Döner hat, dann ist man eigentlich schon durch. Ja, man kann allerdings durchaus, wenn man Spaß am Einkauft, das schaffen mit 4,50 € ist allerdings nicht ganz so einfach. Und ob es gesund ist, ist eine andere Frage. Kleidung und Schuhe, 36,40 €. Wohnkosten ohne Miete, das heißt Strom und Wasser, 29,12 €. Ja, auch das ist schwierig zu erreichen, denn gerade Strom allein schon meistens in diesem Bereich. Möbel, Haushaltsgeräte, also Haushaltsgeräte auch Elektronik, zum Beispiel für die Küche, Stabmixer, solche Dinge, 25,48 €. Ja, solange nichts kaputt geht, ist das alles möglich. Aber wenn auch mal was Größeres kaputt geht, könnte es schon problematisch werden. Gesundheitspflege und Kosmetik, 14,56 €. Ja, das hängt immer auch davon ab, vom eigenen Lebensstil, ob man das braucht. Verkehr, auch 14,56 €. Da geht zum Beispiel die Monatskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel drauf. Kann aber auch sein, dass man in manchen Städten einen ermäßigten Satz bekommt, sodass man auch mit relativ geringen Mitteln sich eine Monatskarte leisten kann. Telekommunikation, also Internet, Telefon und Post, 32,76 €. Ja, das Amt sagt auch durchaus, dass eine Internet-Flatrate hier mit einbezogen wird. Freizeitunterhaltung, Kultur, das heißt zum Beispiel ein Kinobesuch, ein Konzertbesuch, ein Disco-Besuch, könnte aber auch sein Kultur, das heißt Theater oder ja, Oper, so etwas. Kann aber auch sein, dass man einfach auch für die Kultur daheim, das heißt Schreibgeräte, Bücher, das ist alles hier inbegriffen, 40,04 €. Hängt immer davon ab, auch wie aktiv man ist, ob man dieses Budget überschreitet oder nicht. Beherbergung und Gaststätten, 7,28 €. Ja, das reicht gerade einmal im Monat ein Mittagsmenü in der Gaststätte essen zu können. Sonstiges 29,12 €. Wenn wir das zusammenrechnen, sind wir bei unseren 364 €. Nun, ihr seht, wie viel hier veranschlagt wurde vom Amt. Jetzt könnt ihr euch überlegen, ob das noch Potenzial nach unten hat. Ja, das heißt, ob man das jetzt noch weiter kürzen kann. Beziehungsweise, ob das auch noch mit einem menschenwürdigen Leben vereinbar ist, ist immer die Frage, das soll ja ein Existenzminimum sein. Ja, und die Frage, ob das hier das Existenzminimum ist oder ob man noch weiter runterkehren kann, das wird diskutiert. Also die Gefahr in Anführungsstrichen, dass man hier eben unter das Existenzminimum fällt.
Beziehungsweise in Richtung menschenwürdiges Leben. Das hat jeder selbst sich zu entscheiden, ob das jetzt ein menschenwürdiges Leben ist mit diesen Beträgen oder ob es das weiter senken kann. Eine andere Möglichkeit, dass wir hier dieses Problem, das wir haben, beseitigen oder mildern können, ist, dass wir einfach sagen, okay, hier lohnt sich die Aufnahme in der Arbeit nicht. Ja, verpflichten wir einfach die Leute noch mehr als heute schon zur Aufnahme in der Arbeit. Ihr wisst ja, wir haben diese Zumutbarkeitsregelung von 30% gekürzt, wenn es eine zumutbare Arbeit abgelehnt wird. Nun, das können wir auch verschärfen. In Wirklichkeit haben auch viele Ämter eine relativ laxe Praxis bei dieser Verhängung dieser Sanktion, 30%. Das findet nur ganz, ganz selten statt. Das könnte man öfters machen. Das heißt, man könnte die Zumutbarkeitsregel verschärfen. Damit wäre das Problem auch in dem Sinne gelöst, dass man eben diesen Anreiz dann mehr oder weniger über eine Zwangsschiene hat. Die Gefahr ist in dementsprechend natürlich, dass man in so einer Art Zwang zur Arbeit kommt. Und dann mehr oder weniger auch jeden Job, den das Amt einem gibt, auch annehmen muss, selbst wenn es mit der Qualifikation nicht vereinbar ist. Nun nochmal zusammengefasst, wir haben hier zwei Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Entweder man senkt das Arbeitslosengeld oder man verschärft die Zumutbarkeitsregel. Wir hatten zwei andere Lösungsmöglichkeiten, die Einführung eines Mindestlohns oder die Senkung der Einkommensteuer. Ihr könnt nur mal für euch überlegen, welche dieser vier Möglichkeiten am ehesten geeignet ist oder am ehesten für euch sinnvoll ist, um dieses Problem zu lösen, weil der Zustand, wie er im Moment ist, ist nicht tragbar. Das könnt ihr euch dann überlegen und zu einer Entscheidung kommen. Dankeschön.